Herzlich willkommen im UX-Taxi. Heute fahren wir nach Hamburg zum OMR und auf dem OMR spreche ich mit gleich zwei Leuten. Einmal mit Martin Kulig zum Thema Digitalisierung, Mobilitätstrends und was von der nächsten Generation an Erwartungshaltungen auf die Arbeitgeber von morgen zukommt. Und mit Anne Höveler. Sie ist CEO von Kammer Communications und mit ihr geht es um das Thema Influencer-Marketing und was zu beachten ist, wenn ich heute noch Influencer werden möchte. Viel Spaß und die Fahrt kann beginnen. Anne, herzlich willkommen zum zweiten Tag auf dem OMR, heute im UX-Taxi mit Moja. Und ich habe tatsächlich einen Influencer-Experten gefunden. Ist ja unglaublich. Ich hoffe es. Ja, als gäbe sie hier nicht wie Sand am Meer. Ich muss aber sagen, ich bin ja gestern, ich war ja auch bei euch am Stand, ich bin ein bisschen rumgegangen und habe versucht, mich mal ein bisschen in Sachen Influencer-Marketing beraten zu lassen und das war bei euch, deswegen bist du auch jetzt hier, das war bei euch wirklich super. Vielleicht stellst du Cover Communications und was du da machst auch tatsächlich erstmal vor. Genau. Ja, Cover Communications ist die Agentur, die ich 2012 gegründet habe. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Influencer, also das Wort hat noch kein Mensch gekannt. Also es gab natürlich Influencer in Form von Sängern, Models, Schauspielern etc. Aber es gab die klassischen Social-Media-Influencer noch nicht. Also die ersten Blogger haben angefangen und so haben wir auch angefangen tatsächlich. Jeder hat uns einen Vogel gezeigt, was wir auf dem Markt wollen, ob man damit Geld verdienen kann und uns total für verrückt erklärt. Aber ich habe da eben wirklich aus einer Leidenschaft raus angefangen und ich glaube auch, dass das genau das ist, was uns am Ende unterscheidet. Dass es uns wirklich wichtig ist, dass wir einen Mehrwert schaffen damit, also dass wir wirklich auch Sachen zu erzählen haben, beziehungsweise auch ganz gezielt mit Marken arbeiten, die was zu erzählen haben, und Influencer, die das transportieren können. Und ja, also das ist jetzt ganz kurz und knapp gesagt, Cover Communications. Wir machen natürlich alles wirklich, was mit dem Influencer zu tun hat. Also wir machen Sales-Kampagnen, wir machen Content-Kampagnen, wir machen Image-Kampagnen, wir machen Strategie. Tatsächlich alles, was das Feld Influencer-Marketing mittlerweile mit sich bringt und was jede Agentur anbietet. Aber ja, unser Herzstück ist halt tatsächlich immer noch die Kommunikation mit Influencern, mit Marken, um wirklich den bestmöglichen Content auch für die und den bestmöglichen Outcome auch für die Marken zu kreieren und die richtige Influencer-Auswahl. Das ist unser Herzstück, weil ich sage mal, eine Kampagne umsetzen kann jeder, der es irgendwie ein paar Mal gemacht hat. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist tatsächlich, den Perfect Match zu finden zwischen Marke und Influencer. Wann bist du denn tatsächlich ein Influencer? Weil du hast es jetzt schon gesagt, als ihr gestartet habt, wenn ich jetzt einen Podcast betreibe und habe 100.000 Leute, da habe ich auch einen Impact. Ja. Also meine Meinung, das, was ich äußere, das wird ja aufgesaugt, es wird wiedergegeben. Das ist in gewisser Art und Weise auch ein Influencing. Mhm. Aber bin ich dann noch Journalist oder bin ich wirklich der Influencer? Wer ist und kann oder ist er nicht Influencer? Also der Begriff, das ist eine ganz schwierige Definitionsgeschichte. Ist es ein Influencer? Genau, oder? Definitiv. Ja? Weil Influencer ist jeder, der in irgendeiner Form jemanden beeinflusst, ob das jetzt beim Produktkauf ist oder ob das in der Meinung ist. Also ich kann ja auch Politik-Influencer sein, ich kann jemanden für eine neue Sportart begeistern, dann bin ich vielleicht ein Influencer, ich kann als Arzt ein Influencer sein, weil ich kann meine Patienten dazu motivieren, einen neuen Lebensstil zu führen. Also es gibt da ja, theoretisch ist jeder ein Influencer, sage ich immer, ja, weil es fängt ja schon auf dem Schulhof an, in der Grundschule, der mit dem coolen Pulli, dem alle nacheifern, so einen coolen Pulli will ich auch haben, der ist auch Influencer, der ist halt dann der Schulhof-Influencer. Und ich glaube, um es jetzt wirklich mal auf die Branche
so ein bisschen zu reduzieren. Wenn man vom Influencer spricht, spricht man eigentlich in der Marketingbranche vom Social Influencer, vom Social Influencer. Das heißt wirklich von Instagrammern, YouTubern, Bloggern, TikTokern und so weiter, Pinterestern, Podcastern vielleicht auch ein bisschen, weil da kommt das Thema natürlich Produktplatzierung in Form vom gesprochenen Wort, kann dann natürlich auch eine Rolle spielen. Ich denke, in unserem Gespräch konzentrieren wir uns wahrscheinlich dann eher auf die und nicht auf die Schulhof-Influencer, damit jeder weiß, von was wir gerade sprechen. Genau. Ja, genau. Du bist CEO, du bist aber auch Kreativdirektor, habe ich gesehen. Genau. Wenn du einen Influencer in der Hand hast, du hast es eben gesagt, der Influencer muss ja zur Marke passen. Wie schaffst du es, dass der Influencer diese Marke denn tatsächlich emotional aufbauen kann? Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Herzstück an dem Ganzen, dass die Person nicht nur das Brand verkörpert, sondern es auch erlebbar macht in den sozialen Medien. Genau. Durch sich selbst. Das sollte es sein. Ja. Ist es aber oft tatsächlich nicht. Also das sieht man auch ganz klar an der Masse, was heutzutage einfach auch gepostet wird. Ja? Okay. Dass oftmals eben nicht der Influencer der Storyteller ist. Aber das wäre natürlich tatsächlich das Ziel. Und um auch langfristig das Thema Influencer-Marketing, Influencing auch wirklich zu etablieren, ist es wichtig, in die Richtung zu gehen. Und das ist tatsächlich was ich als Herz des Influencer-Daseins auch wahrnehme. Und wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, ist natürlich das Ziel, diese Marke auch wirklich zu verinnerlichen, zu verkörpern, zu transportieren. Ich muss hinter der Marke stehen. Meine Aufgabe oder die Aufgabe von uns als Agentur ist es meiner Meinung nach, Influencer zu sein, für die Influencer, also Storyteller zu sein für die Influencer. Ja, man erwartet es von den Storytellern. Dabei vergessen die meisten Marken tatsächlich, dass die Influencer ja auch erstmal abgeholt werden müssen. Also das fängt in der Regel nicht an mit einem Briefing, in dem die Key Facts stehen, was die Kampagne betrifft und die zu verlinkenden Seiten und die zu platzierenden Produkte, sondern das ist eigentlich der Wert der Marke, das ist die Geschichte der Marke. Den kennen die meisten Influencer aber gar nicht, wenn sie eine Kooperation eingehen. Weil wie bringt ihr die Marke dann zu dem Influencer tatsächlich? Indem wir mit der Marke in den Austausch erstmal gehen. Also wir müssen die Marke auch verstehen. Also du kannst keine Kampagne machen, wenn du die Marke nicht kennst, wenn du nicht weißt, wofür steht die Marke, wo kommt die Marke her, was möchte die Marke eigentlich darstellen, wo möchte die Marke hin, welche Reise will die Marke eigentlich machen in den nächsten Jahren. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du als Agentur auch keine gute Arbeit leisten. Deswegen ist es wirklich wichtig, mit den Kunden, mit den Marken in Austausch zu gehen, auch lange zu sprechen, bevor man anfängt, was zu konzipieren, bevor man Influencer auswählt, weil ansonsten redet man aneinander vorbei. Die Marke weiß ganz klar, die sitzt in ihrem Tunnel, die weiß ganz klar, was sie möchte und erwartet und denkt, jeder andere weiß das auch, aber so ist es ja nicht. Ne? Also das merkt man ganz oft tatsächlich in der Branche, weil sie noch sehr jung ist, extremst. Und man weiß, wie gut und wie wichtig das ist, wenn eine PR-Agentur eine Connection zu einer Marke hat, dann vertritt die Marke in dem Moment. Also die PR-Agentur im optimalen Falle, die Person, die diese Marke vertritt und diese Person, die für diese Marke zuständig ist in der Kommunikation, ist die Marke. Sollte die Marke leben, sollte die Marke tragen, sollte genau wissen, wo kommt die Marke her, wer ist der Designer, was ist die Story hinter jetzt, wenn es in der Fashion ist, der aktuellen Kollektion, wie kam es zu der Produktidee. Das also ist ganz selbstverständlich in Branchen, die halt älter sind. In dem Influencer-Marketing-Bereich ist es so, wir müssen da jetzt schnell was machen. Da ist jetzt gerade ein junger Praktikant angefangen, Kommunikation studiert. Okay, du machst jetzt das Thema Influencer-Marketing, weil du bist die Jüngste und du kennst dich damit aus. Nein, diese Person kennt sich nicht damit aus und diese Person kennt auch meistens die Marke nicht. Also die sitzt zwar in-house, weiß aber nicht, was ist die Zielsetzung eigentlich, was wollen wir damit erreichen, wo kommt die Marke her. Und dann noch die größte Challenge, die ist gar nicht so stark in der Regel in der Kommunikation, dass sie diese Geschichte an einem Influencer kommunizieren kann. Und das ist tatsächlich das Wichtigste eigentlich, die Basis, die geschaffen werden muss, wenn ich von einem Influencer möchte, dass er emotional Storytelling macht und dass er eine authentische Geschichte zu meiner Marke erzählt, dann muss ich erstmal als Marke, egal ob ich das als Marke selber tue, über fähige Mitarbeiter
die stark in der Kommunikation sind, die die Marke wirklich auch gut kommunizieren können, oder über meine Agentur muss ich das als ersten Schritt erstmal an den Influencer geben und muss den abholen. Weil wenn ich einen Influencer nicht abhole und dem nur ein Briefing schicke, dann brauche ich mich wundern, wenn ich so ein Bild bekomme, wo jemand irgendwas in die Kamera hält und Nonsens drunter schreibt, der keinen Bezug zum Bild darstellt oder der eine Story hochlädt und nur also das ist ja, da wundert man sich, aber eigentlich braucht man sich nicht wundern, weil man kann das von den Influencern nicht erwarten, wenn die die Geschichte ja nicht erzählt bekommen haben. Wo sollen die sich die herholen? Richtig. Ja. Jetzt hattest du schon eine Sache angesprochen, in die können wir vielleicht auch mal gerade reinspringen. Und zwar, du hattest es gestern schon mal erwähnt, ihr pflegt ja eine sehr enge Beziehung zu den Influencern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Inwiefern, oder vielleicht hattet ihr die Situation auch schon mal, dass Interessenskonflikte auftreten zwischen dem Influencer und dem Brand, dadurch, dass sich nicht nur das Brand tatsächlich entwickelt oder das Personal Brand der Person, die Art und Weise, wie sie auftritt, sondern auch Lebensumstände. Mhm. Da hast du es eben ganz lustig gesagt, du vertrittst McDonald's und auf einmal wirst du Veganer. Ja, wie, Extrembeispiel. Ja. Hatten wir nicht, aber wäre ein Extrembeispiel. Zum einen, wie pflegt ihr diese Beziehungen, dass ihr auch wirklich auf so einer Vertrauensbasis, ist ja das A und O, dass ihr euch miteinander auch entwickeln könnt und auch das Brand mit der Person? Und wie könnt ihr solche Interessenskonflikte denn tatsächlich vermeiden? Macht ihr das schon ganz präventiv, dass ihr wisst, okay, so wie es sich für dich entwickeln wird in den nächsten Jahren, wahrscheinlich ist es das falsche Brand für dich, und was passiert, wenn? Also ich glaube, die Herausforderung ist genau, nicht zu kurzfristig, nicht zu langfristig zu denken in dem Bereich. Wir haben oder wir versuchen immer wieder, die Marken zur Langfristigkeit zu bewegen, auch was das Thema, wir binden uns an Influencer angeht, das funktioniert auch gut, haben aber auch tatsächlich da schon die Erfahrung gemacht, dass du dich auch nicht zu lang binden darfst. Also in manchen Fällen war es auch tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht sogar ein Fehler, sich für ein Jahr an jemanden zu binden, und sind dann auch mit der Marke eigentlich im nächsten Jahr tatsächlich den Schritt wieder, was schade war, weil die anderen hat es dann auch betroffen, aber den Schritt wieder zurückgegangen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt guckt man doch wieder eher projektbezogen, nimmt dann zwar, guckt, dass man immer wieder die gleichen nimmt, aber bindet sich nicht mehr mit langfristigen Verträgen, weil natürlich kann es Interessenkonflikte geben, natürlich können sich Lebensumstände ändern, jemand kann als Influencer sich entscheiden, ich mache nochmal ein Masterstudium und ziehe irgendwie nach in die USA oder was auch immer, ja, und dann entsteht natürlich ein Konflikt, weil wenn der hier sein soll, wenn der regelmäßig irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld was zeigen soll, dann passt es dann einfach nicht mehr, ja, oder tatsächlich, was halt oft passiert bei Influencern, dass die sich stark entwickeln und dann mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen zum Beispiel, ja, einfach weil es was ist, was ja nicht nur typische Nachhaltigkeits-Influencer bewegt, sondern weil es einfach ein Thema ist, was ja alle betrifft und wo viele, die einfach dann nicht mehr 18 sind, sondern 25 oder 30, sagen, okay, bestimmte Marken möchte ich gar nicht mehr zeigen oder bestimmte Produkte, ich habe die vielleicht mal gezeigt, ich habe mir damals noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber jetzt mache ich mir Gedanken und möchte das nicht mehr unterstützen, da vertrete das nicht mehr. Und das ist total dynamisch, aber deswegen ist es ja auch so, dass sich in der Regel eine Marke klassischerweise nie für länger als ein Jahr an jemanden bindet. Das ist ja auch, wenn ich ein Testimonial habe, was, ich sag jetzt mal, Schauspieler ist, ja, oder es gibt ja die Marken in der klassischen PR, suchen sich ja immer noch mehr die anderen Testimonials, die für die Marke stehen, jetzt nicht zwangsläufig den Influencer, und da sind die Verträge auch in der Regel über ein Jahr. Also es ist selten, ja, dass man irgendwie was hat, gibt's, ja, Mann, ich will jetzt keine Zigaretten mehr machen, aber es gibt in seltenen Fällen, dass eine Marke irgendwie sagt, okay, das ist ein Gesicht, und man immer, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man auch noch nach 20 Jahren, das ist die Marke. Also mit BB gab es das mal, die hatten immer irgendwie so eine ein Gesicht, ein Model, mit dem haben die immer diese BB-Kampagne gemacht irgendwie, und das war dann irgendwie, ich glaube, wenn du die heute in der Stadt sehen würdest, würdest du immer noch sagen, das ist doch die damals, genau. Und das gibt es ganz, ganz selten, also dass du wirklich jemanden findest, wo du sagst, perfect match forever. Ja. Im Influencer-Bereich gibt es das tatsächlich so langfristig nicht. Gibt sicherlich Ausnahmen, ich sage jetzt mal,
so Multi-Brand-Stores oder so, ja, die verschiedene Marken vertreten. Da kann man schon, also ich sag mal, About You macht das ja auch, die haben ja sehr langfristige Kontakte mit bestimmten Influencern, mit denen sie arbeiten. Mhm. Und da gibt es schon Influencer, die stehen sehr lange schon für About You, machen da mittlerweile vielleicht auch eigene Sachen, machen sowieso ihre eigenen Looks. Da ist es aber auch wurscht, welche Marke sie da irgendwie promoten, sondern da steht der persönliche Look im Vordergrund. Mhm. Also so, das gibt es schon, aber ich glaube, dass du eine Marke hast, die eh nischig ist und du bindest dich dann sehr lange an jemanden, das ist die Verträge, wie gesagt. Das ist gefährlich. Ja, genau. Da gehen wir doch vielleicht mal gerade in die Richtung bei den Influencern selbst. Es gibt ja verschiedene Arten von Influencern, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Du hattest jetzt erstmal nicht nur große Influencer mit extremer Reichweite, sondern auch Micro-Influencer. Mit wem arbeitest du da lieber zusammen? Was sind so die Vorteile von den einzelnen Influencer-Arten in dem Sinne? Also gibt's Influencer, noch mehr Arten? Ja, also Influencer-Arten gibt es jede Menge. Also wir unterscheiden tatsächlich in den Kampagnen nochmal nicht nur nach Micro, Nano kannst du fast schon sagen. Es gibt auch die ganz, ganz kleinen. Das machen wir tatsächlich nicht so stark, aber das wird auch für manche Bereiche immer wichtiger. Und die Makro-Influencer gibt mittlerweile auch Celebrity-Influencer, will ich es immer fast nennen, ja, weil es gibt Influencer, die sind sehr groß, die sind aber nicht nur sehr groß, sondern die sind auch sehr bekannt. Also es gibt viele mittlerweile, die über 1 Million haben, aber manche davon haben kein Profil, also Profil ist vielleicht der falsche Ausdruck, die haben ein Profil, aber die haben kein unverwechselbares Profil, die kennt man jetzt nicht so. Und es gibt manche, die haben halt Celebrity-Status, also die werden dann halt auch wirklich schon eingeladen zu internationalen Events, wie man halt ansonsten, ich sag mal, eine Julia Roberts einlädt, also um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Und dann kann man nochmal clustern nach Content Creators, also wirklich Influencer, die tollen Bild-Content machen, die man vielleicht jetzt nicht nimmt, wenn man irgendwie super Performance Drive machen will, ja. Hier swipe up, klick den Link, da gehst du hin und da kaufst du und gefällt dir oder gefällt dir nicht. Würden die nicht machen, passt auch nicht zu denen, würden die auch nicht funktionieren. Die gibt's, dann gibt's aber auch die Performer, nennen wir es immer, deswegen clustern wir auch unsere Kampagnen tatsächlich so in die verschiedenen Kategorien. Ja, also egal, welches Ziel du hast mit der Kampagne, da selektierst du auch nochmal. Möchte ich Image, möchte ich Sales, möchte ich Content Creation, möchte ich Awareness und dann guckst du, welchen Influencer nimmst du. Und es gibt selten einen Influencer, der für alle Kategorien passt. Genau. Jetzt auf deine Frage, mit wem ich am liebsten arbeite, kann ich so wirklich nicht sagen, weil es gibt aus jedem Bereich Influencer, mit denen ich sehr gerne arbeite. Es gibt auch kein richtig und kein falsch, weil jeder, der das macht, jeder, der eine Community hat, hat eine Daseinsberechtigung. Ich würde auch niemals sagen, ein Influencer, der Content macht, den ich jetzt vielleicht als Marke auf mein Profil posten möchte, hat, den nehme ich nicht oder der hat keine Daseinsberechtigung. Also ich muss mal aufpassen, wofür ich den nehme, je nachdem, was ich nach außen transportieren möchte. Aber das sind ja auch in den meisten Fällen liebenswerte Leute, die das machen und die verkörpern halt den Querschnitt von Deutschland, das muss man auch immer überlegen. Also nicht jeder ist halt Hochglanz-Wog. Also es gibt auch, das ist ja eine Identifikationsgeschichte und jeder braucht Vorbilder. Und für den einen ist es vielleicht jemand, der mittlerweile auch mit Magazinen arbeitet und der mit großen Designer-Brands arbeitet und für den anderen ist es vielleicht gar nicht erstrebenswert, für den anderen ist es vielleicht jemand, der mit Fast-Fashion-Labels arbeitet und der irgendwie mit, keine Ahnung, mit Cosmetic-Brands arbeitet, die im günstigen Bereich sind, aber die für den halt ganz toll sind und die er sich halt zumindest auch leisten kann. Ne? Also deswegen gibt es da kein Gut und kein Schlecht. Es gibt viele, die ihre Sachen dann nochmal besonders gut machen oder wo man sagt, die sind nicht zuverlässig oder geben sich keine Mühe. Das gibt es aber in allen Kategorien. Also es gibt in jedem Bereich unzuverlässige Leute. Es gibt in jedem Bereich Leute, die meiner Meinung nach nicht genug Mühe in das stecken, was sie da tun und sich nicht genug weiterentwickeln. Ich kann gar nicht sagen, dass es für eine Kategorie mehr oder weniger zutrifft. Was ist denn so, gibt es einen Influencer, folgst du jemandem? Ja, klar. Was ist denn so dein Top-Influencer? Mein Top-Influencer, ich folge halt viel natürlich auch beruflich einfach, ne, weil ich glaube, wir sind alle so kleine Sherlock Holmes in der Agentur und
man will ja auch irgendwie den letzten Gossip mitbekommen und gucken, wer mit wem connected und wer fliegt wohin, weil dann ergibt sich dadurch vielleicht eine Marke, was Spannendes, wo man sagt, hey, ich habe gesehen, der fliegt demnächst da und dahin, der ist in der Vorbereitung, da könnten wir doch cool was umsetzen. Deswegen sind wir alle so kleine Stalker. Aber jetzt folgen, weil ich wirklich die Inhalte gut finde. Da muss ich schon fast selektieren, weil das sind tatsächlich Sachen, die dann auch zu kurz kommen, weil man da oft nicht zu kommt. Also mein Business geht immer vor, aber Leuten, denen ich wirklich folge, weil mich wirklich die Inhalte interessieren, weil ich die schön finde, weil ich die inspirierend finde, das sind tatsächlich eigentlich viele so der ersten Stunde, die ich auch schon sehr lange kenne. Also mich einfach interessiert immer, wie entwickeln die sich weiter, zu denen ich entweder noch einen sehr guten Kontakt habe oder klar, mit manchen, da verliert man sich aus dem Auge, weil die noch in der Weltgeschichte rumtouren. Aber es gibt natürlich so Lieblinge. Also klar, Mascha immer noch, für die ich lange das Management gemacht habe und wo man so eine Reise einfach weiter begleitet, mit der bin ich auch noch in Kontakt und finde es einfach immer schön, wie sich mein Content wirklich weiterentwickelt und auch Mehrwerte liefert. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema. Also mehr als nur einfach schöne Bildchen, sondern auch Inhalte liefern. Das ist ein Beispiel. Ich finde aber auch, ich sag jetzt mal, eine Leonie Hanne, die ich auch kenne, wo sie noch irgendwie unter der Brücke in Hamburg irgendwie nicht geschlafen hat, sondern Fotos gemacht hat mit irgendwie ganz schlechten verwackelten Bildern irgendwie im schlechten Licht. Da weiß ich noch, wo ich damals, haben wir für die kurzfristig das Management gemacht. Und da habe ich gesagt, großes Potenzial, einfach vom Typ her. Und da weiß ich noch, wo ich bei der ersten Agentur saß, aus dem Luxury-Bereich. Finden sie super, aber zu viel Zara, zu viel irgendwas sehen sie überhaupt nicht. Und es ist natürlich dann irgendwie schon schön zu sehen, wo sie sich hin entwickelt hat. Also als eine der erfolgreichsten in Deutschland mit den größten internationalen Designern zusammenarbeitet und die Agentur mittlerweile, natürlich ist sie der Hero, klar, aber es ist dann immer schon witzig, wie sich die Leute einfach auch verändern und wie die auch in der Lage sind, sich zu verändern, indem sie einfach ein Ziel haben, wo sie hinwollen und das ganz klar verfolgen. Und das, finde ich, ist halt dieses Spannende am Influencer-Dasein. Du kannst wirklich Ziele erreichen, wenn du konsequent daran arbeitest. Und das kann eigentlich jeder. Ja? Und du kannst dich vom Girl Next Door, Zara, H&M, kannst du dich irgendwo hin entwickeln, wo du das absolute Jet-Set-Leben führst und mit den größten, tollsten Marken dieser Welt dich umgibst. Das geht heute nicht mehr ganz so einfach wie damals, aber einfach war es sicherlich für sie auch nicht, weil da steckt schon wahnsinnig viel Fleiß und Arbeit dahinter, das glaubt man gar nicht, also es fällt einem nicht in den Schoß. Auch sowas finde ich spannend. Ich liebe aber auch Steffi Giesinger, ich mag ihre Storys, sie ist witzig, sie nimmt sich selber nicht zu ernst, ist die netteste Person so ungefähr, die es gibt einfach. Jetzt sprichst du was an, was ich jetzt auch total interessant finde, und zwar jetzt auch mal im Vergleich von einem Startup zu einem Konzern. Da hast du ja so eine Brücke, dass du irgendwann extrem prozesslastig wirst und es wird extrem schwierig, etwas schnell auf die Straße zu bekommen, so wie du es eigentlich brauchst. Gibt es so verschiedene Stati jetzt von Micro-Influencer oder Nano-Influencer bis hin zu so einem Celebrity-Influencer, der mit extrem vielen Brands auch wirklich kommunizieren muss? Wann wird es denn nervig? Also wann wird es denn wirklich so prozesslastig, dass du sagst, es macht kaum noch irgendwie Sinn, da irgendwie so eine enge Beziehung mit der Person aufzubauen, weil sie so viele, in Anführungsstrichen, Beziehungen auch führt? Gibt es da irgendwie so Hürden, die ihr da habt? Oder wo du mit Influencern? Also die enge Verbindung und die Connection hast du zu denen du die schon sehr lange hast. Also die baust du nicht mehr auf zu jemandem, der heute groß ist. Heute da hinzugehen und zu sagen, hallo, wir sind Cover Communication, wir würden gerne mit dir ein enges Netzwerk pflegen, weil wir dich spannend finden und von ihre Kunden in Betracht ziehen, also ein typisches Verkäufergespräch. Genau, dann geht es im Grunde nur noch um den Verkauf von einem Produkt, oder? Nein, aber das macht keinen Sinn. Und ich sage auch, die heute groß sind, zu denen wir wirklich einen engen Kontakt haben, das heißt auch gar nicht, dass wir mit denen wahnsinnig viel zusammenarbeiten übrigens, die oft für die Kampagnen schon gar nicht mehr passen, weil die viel zu groß sind. Also die Marken einfach sagen, okay, entweder Brandfit passt nicht perfekt oder die sind mittlerweile zu international. Wir verwalten ja oft,
nee, wir betreuen auf die deutschen Budgets, da sind die dann schon zu international, haben zu viel internationale Reichweite. Aber trotzdem, ja, man kennt die sehr lang und die liegen einem trotzdem noch im Herzen und man guckt, was machen die, wie entwickeln die sich weiter. Aber das hat dann gar nichts mehr wirklich mit dem Business eigentlich zu tun. Das heißt auch, wie du jetzt sagst, Reichweite ist ja anscheinend auch nicht alles. Also wenn du sagst, sie sind viel zu groß, wie kann das der Marke schaden, wenn die Reichweite zu groß ist? Also wenn du sagst, nicht nur Deutschland, sondern jetzt auch international. Ja, also schaden tut es der Marke nicht, wenn es Image passt. Gar nicht. Die Frage ist nur, kann die Marke sich das dann noch leisten? Und ist die Marke bereit, Geld zu bezahlen, ja, einen Regelpreis zu bezahlen, der ja auch gerechtfertigt ist, wo aber die Marke das Ziel nicht mehr erreichen kann, weil der Deutschlandanteil nur noch marginär gewachsen ist und der internationale Anteil mittlerweile sehr groß ist und zu bezahlen aber diesen internationalen Anteil mit. Ja. Deswegen, das muss man sich halt immer überlegen, was möchte ich erreichen und klar kann ich mit so einem arbeiten, ist auch fürs Image total super, nur muss man der Marke da vorher auch ganz klar sagen, welche Ziele wahrscheinlich nicht erreicht werden können. Und um dann hinterher zu vermeiden, dass die Marke dann sagt, oh, wir haben jetzt irgendwie erwartet, wir machen Store-Opening, jetzt steht die hier und jetzt, wir haben gedacht, wir müssen hier schließen und da stehen 1000 Leute vor der Tür oder vielleicht sogar 5000. Wenn die halt nur, ich sag mal, 10% in Deutschland hat oder 5% oder ja, im schlimmsten Fall noch weniger, dann bringt mir das vielleicht nicht mehr so viel. Dann bringt es mir vielleicht mehr, jemanden zu nehmen, der ein Zehntel an Followern hat, aber dafür über 50% in Deutschland hat und günstiger ist. Also das ist immer so einfach am Ende die Frage, aber Schaden, ja, also höchstens, wie gesagt, die Zielerreichung verfehlen. Okay, da würde ich jetzt doch mal in die Richtung gehen, in Bezug auf, weil wir gesagt haben, also tell your story to the influencer. Der Influencer lädt die Marke auf und da kommt für mich immer der Hashtag Glaubwürdigkeit dann noch irgendwo mit ins Spiel. Wenn ich ein TV-Commercial sehe, ich verstehe ohnehin nicht, warum man noch Geld für TV-Commercials ausgibt, aber wenn ich ein TV-Commercial sehe, ich weiß ja, es ist Werbung, ich weiß, es wird mir etwas suggeriert, suggestiert, was gar nicht der Fall ist. Es ist ja nervig. Ich finde es nervig. Ab wann wird ein Influencer nervig? Also wann wirst du denn von dem Influencer-Dasein oder von diesem ganzen Influencer-Marketing, dass das ja hier gerade abgeht wie eine Rakete, wann ist es zu Ende? Was glaubst du? Also zu Ende nicht, aber oder man muss ausgereizt. Es richtig machen. Also ausgereizt, ich würde sagen, ausgereizt ist es schon so langsam. Also man muss schon einfach ein bisschen mehr tun, um auch wahrgenommen zu werden und um auch so wahrgenommen zu werden, wie man es möchte. Also das ist schon momentan absolute Reizüberflutung und es gibt schon genug Profile, also wo ich persönlich völlig genervt bin. Also wo ich auch sage, also wenn da nur noch Werbung passiert und wenn schon oben Dauerwerbesendung drin steht, also, dann ist es nichts, was ich mir noch angucke. Also vielleicht wirklich nur noch für eine Performance-Kampagne, wenn ich weiß, das ist halt ein guter Performer. Und das funktioniert tatsächlich, also das ist unglaublich, aber es gibt wirklich Profile, die würde ich mir nie angucken, weil die mir keinen Mehrwert liefern, weil das einfach für mich Nonsens ist, was da gepostet wird. Aber das ist so real, also ich sage jetzt mal, das betrifft anscheinend so viele Leute, können sich damit so hoch identifizieren, das ist für die wie so eine Daily Soap, dass das funktioniert. Und das ist ein Phänomen, das ist wirklich ein Phänomen. Und das ist, glaube ich, das, was auch zum Beispiel Influencer, mit denen ich mich unterhalte, die ganz tollen, hochwertigen Content machen und die sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe und Hirnschmalz da reinstecken, die können das gar nicht glauben. Also wenn ich denen dann sage, ja, aber die funktioniert super, die verkauft ab wie geschnitten Brot, das glauben die mir nicht. Also das ist so wirklich, dann fallen die aus allen Wolken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Phänomen tatsächlich, was kann man durch Influencer-Marketing erreichen? Und was ist am Ende das, was die Performance treibt? Und natürlich sind dann die Gewinner, also die Marken, die wirklich mit Influencer-Marketing auch stark Sales generieren können, sind tatsächlich die Marken, die du mal eben so kaufen kannst. Also alles, was einen sehr langen Kaufprozess
vor sich hat oder eben einen langen Entscheidungsprozess nochmal mitbringt, funktioniert auch sehr gut, aber natürlich lang nicht so gut. Also da kannst du nie sagen, was nehme ich jetzt für ein Beispiel, Designer-Handtasche. Ja? Also ja, haben wir auch gute Ergebnisse gemacht, bis zu einem gewissen Preis, aber wenn das was ist, was wirklich, ich sag mal, 2000 Euro kostet, ja? Dann da spart man drauf. Also hast du keinen direkten Einfluss. Das dauert einfach eine Weile. Ja. Und so ist es halt auch, wenn du deine Wohnung einrichtest, dann kaufst du irgendein besonderes Möbelstück, kaufst du das in dem Moment, wo du es brauchst und nicht, wo du es siehst. Mhm. Da bringt es dir aber auch nichts, mit einem Influencer zu arbeiten, der Sales generiert, weil die Follower können sich keinen, sag mal, Vitra-Stuhl zum Beispiel leisten, ja, sondern die kaufen halt. Ja, wenn du Depot machst mit denen, dann schmeißen die vielleicht ihre alten Stühle raus und holen sich neue. Aber okay, da musst du halt musst du gucken, mit wem du dann da arbeitest. Aber ausgelutscht ist das Thema definitiv jetzt schon. Also du merkst es auch. Also ich merke es auch bei uns am Stand. Oh, Influencer-Marketing. Das ist einfach jeder. Also ja, jeder spricht darüber. Ja. Und es ist ja so, dass man selber schon fast genervt ist von dem Thema. Also tatsächlich. Aber genau eben da auch die Challenge ist und die Herausforderung ist und das Spannende ist, es genau so zu machen, dass es halt eben nicht ist, sondern dass es wirklich noch spannend ist. Und da sind die meisten genau authentisch, gut, Mehrwerte liefern, langfristig denken, ohne sich jetzt auf Jahre zu binden, das hatten wir vorhin, aber trotzdem als Strategie langfristig zu denken. Und dann kannst du das auch super erfolgreich machen, aber es muss weggehen vom Plattenproduktplatz-Placement. Das ist einfach, es will bestimmt spätestens in einem Jahr keiner mehr. Ja, also es wird immer bei manchen ganz gut noch funktionieren, aber vielleicht kaufen es die Leute auch trotzdem, auch wenn sie genervt sind, weil wenn sie es dann beim 10. gesehen haben, sie sagen, okay. Ja, irgendwo scheint die Fernsehwerbung ja auch noch zu funktionieren. Die Fernsehwerbung funktioniert auch, die funktioniert tatsächlich, weil es geht ja einfach um Sichtbarkeit auch. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass du ein Produkt jetzt empfehlen musst, ja, also klar, es funktioniert auch noch besser mit einer Empfehlung vom Influencer, aber wenn du als Marke halt keine Sichtbarkeit hast, da kennt dich ja auch keiner. Also das ist sowas, wo auch viele Designermarken, die ja jetzt auch Influencer-Marketing und Relations machen, die haben am Anfang gesagt, das brauchen wir nicht. Also Influencer-Marketing, also die haben ihre Vogue und wenn sie da überhaupt Anzeigen schalten, dann ist das gar nicht nötig. Aber selbst die registrieren so langsam, okay, wenn ich nicht sichtbar bin, ja, meine Kundin, die mich heute kennt und für die ich so einen hohen Stellenwert habe, die stirbt ja irgendwann mal. Ja. Und die Kinder kennen mich aber, also die Kinder kennen mich vielleicht noch, aber die Enkel kennen mich nicht mehr. Da muss ich irgendwas tun, um ins Bewusstsein zu rücken. Und dieses Kaufverhalten und das Medienverhalten, das ist so grundsätzlich anders als das, selbst was ich noch kenne. Also mein Sohn hat mich letztens gefragt, gab es schon Fernseher, als du noch klein warst? Und ich gedacht, vielen Dank für das Kompliment, ja, Fernseher gab es, aber nur schwarz-weiß. Nein, habe ich gesagt, es gab sogar einen Farbfernseher. Aber ich weiß noch, wie mein Verhalten als Jugendlicher war damals, also mit was ich mich befasst habe, was mich beeinflusst hat. Das ist heute so grundsätzlich anders. Es reicht einfach nicht mehr, wenn du in Magazinen bist. Du musst was on top machen und das haben selbst Designermarken erkannt und widmen sich dem Thema. Also das heißt, es ist auch für Luxusmarken ein absolut relevantes Thema. Was glaubst du, was da der nächste Schritt nach dem Influencer-Marketing tatsächlich ist? Gibt es da was? Naja, Influencer-Marketing ist es ja eigentlich, ob ich jetzt als Marke mit einem Model, Schauspieler oder was auch immer werbe, der Unterschied ist ja, wo wird geworben, also die Plattform, also das Gesicht, ich werbe mit einem Werbegesicht im Magazin, ich werbe mit einem Werbegesicht im TV, am Ende, wo ist die Zielgruppe? Also ich glaube, das ist die zentrale Frage. Wohin geht die Zielgruppe? Also wen will ich erreichen? Was machen die? Sitzen die nur noch irgendwie in der Stadt, also die Zielgruppe, die ich erreichen will, zu zehnt, unterhalten sich nicht mehr und sitzen da mit ihrem Smartphone und gucken TikTok und Instagram? Ja, dann muss ich halt da stattfinden. Also ob ich das über Ads tue, ob ich das über Influencer tue, die mit dieser Zielgruppe kommunizieren, das ist dann mir überlassen, das auszuprobieren, was für mich am besten funktioniert, aber natürlich in den Medien, in denen die Zielgruppe unterwegs ist. Das macht für mich ganz viel Sinn, wenn ich jetzt mal schaue, früher konnte man auf der PlayStation zusammensitzen und konnte auf einem Fernseher zusammen spielen. Mhm. Mittlerweile gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Sofa-Koops es überhaupt noch gibt. Ich kenne eins,
wo ich nicht den Fernseher durch die ganze Stadt schleppen müsste, weil es kein Splitscreen mehr gibt. Und alles funktioniert über das PlayStation Network. Und natürlich gibt es jetzt Twitch. Super. Influencer für Gaming. Großartig. Also, ja. Macht ganz viel Sinn, dass der Kanal eigentlich entscheidend ist und nicht die Tatsache, ob es es gibt oder nicht, weil in gewisser Art und Weise gab es das ja auch schon, wie du sagst, vor x Jahren, nur mit einem anderen. Ja, total. Mhm. Und ich glaube auch dieses Thema Gaming, eben weil du es angesprochen hast, die Jungs, ja, in einer sehr breiten Altersgruppe, also es fängt ja an bei unter 10 teilweise, ja, und geht dann bis, ich meine, wer beschäftigt sich mit dem Thema Gaming, also selbst Berufstätige sitzen abends teilweise noch da und finden es halt total entspannend, da noch abzuschalten, ob die sich dann von einem Gamer influenzen lassen, das wage ich zu bezweifeln, aber trotzdem ist die Altersspanne relativ groß und man unterschätzt es total, also wie viele Leute du dadurch eigentlich tatsächlich erreichen kannst und was die für einen Einfluss haben. Und eben YouTube, ne, bei den ganzen, also je nachdem in welchem, ja, in welcher Kategorie du als Marke auch unterwegs bist. Aber das ist auch neben dem Thema Storytelling, also wie wichtig ist eigentlich meine Geschichte, erstmal einem Influencer zu erzählen, was total unterschätzt wird. Ein zweites Thema, wo ist meine Zielgruppe? Also da wundert man sich manchmal tatsächlich, wenn Marken kommen mit bestimmten Vorstellungen und sagen, das und das mit dem und dem, sage ich, ja, das ist ja schön, aber das ist gar nicht, also das ist eigentlich gar nicht die Zielgruppe, die hält sich da gar nicht auf, also die ist ganz woanders. Nur weil das jetzt jeder macht, man muss für sich den richtigen Weg finden, wo man seine Zielgruppe erreicht. Und was da fehlt, ganz oft, ist tatsächlich Mut. Also von den Marken auch Mut. Man hat ja gesehen, wie lange das gedauert hat, bis die Influencer-Marketing gemacht haben. Ich habe vor 7 Jahren, wie gesagt, wir haben einen Vogel gezeigt, alle. Ja? Vor 5 Jahren haben sie mir manchmal auch noch einen Vogel gezeigt. Und vor 3 Jahren haben sie mir manchmal auch noch einen Vogel gezeigt. Also, und dann auf einmal Leute, die mir vor 5 Jahren gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Die stehen heute auf der Bühne und erzählen was zum Thema Influencer-Marketing, wo ich mir immer denke, so, ja, es ist dann in dem Moment, wo die merken, okay, das Business dreht sich, fängt an sich zu drehen, springt jeder da auf, was ja auch okay ist, was auch gut ist, weil ja, man auch merkt, es ist jetzt ein Thema, was tatsächlich funktioniert und angekommen ist, aber es hat sehr lange gedauert, bis die Leute überhaupt das an sich rangelassen haben, an ihre Marke, das Thema Influencer-Marketing. Und genauso ist es jetzt. Jetzt merken sie, Stories funktioniert, Swipe-Up-Link funktioniert, ist super. Und dann machen die nichts anderes mehr. Dann machen die nur noch das, statt mal zu gucken, okay, was für Möglichkeiten hätte ich eigentlich noch? Was könnte ich auf Pinterest noch machen? Vergessen den Blog total, der für SEO-Wert total wichtig ist, wo ich eine nachhaltige Platzierung habe, Mehrwerte generiere. Das wird alles nicht gemacht. Da wird nur noch das eine gemacht. Bis zum kompletten Overdose, wobei ich vielleicht eine große Reichweite noch rechts und links einfach liegen lasse. Aber den Proof halt jetzt dafür gerade nicht habe. Ich habe halt gerade den Proof für das eine und das ist immer so ein bisschen das jetzt, Thema, die brauchen für alles, ja, das Ergebnis erstmal. Genau, jetzt wo du Reichweite sagst, ich finde, auch gerade wenn man über Zielgruppen spricht, wie viele Leute will man denn erreichen und danach wie viele Läufe habe ich denn effektiv erreicht? Ich glaube, es ist ja ohnehin so eine Level-Geschichte, oder? Also wenn du sagst, ja, ich habe durch den Post der Influencerin, habe ich 2000 Likes bei der Influencerin, das ist ja eigentlich nur der Koeffizient. Weil sobald es 2000 Leute geliked haben, erreiche ich damit ja auch die Leute, die den Personen, die es geliked haben, folgen. Ja. Ich finde das massiv groß und das hat gerade im Gaming ja jetzt auch, vermute ich mal, in Sachen Kaufkraft. Das ist ja dann nicht mehr nur noch die Zielgruppe, das Kind, der 10-Jährige, wie auch immer, sondern dadurch auch natürlich die Kaufkraft dahinter, nämlich die Eltern. Ja, klar. Sind sie davon überzeugt? Ja. Wenn ich das Kind jetzt erreiche, sagt die Mutter, der Vater, ja, nein, wir geben das Geld dafür oder nicht. Das finde ich total spannend. Ja. Wenn du einem Influencer oder ganz egal welchem Influencer, der jetzt in dieses fast schon überreizte Thema noch irgendwie einspringen möchte, einen Tipp geben kannst, zu sagen, hör mal, das sind die Top 5, meine Top 5. Was sollte er beachten, unbedingt? Ziel, wo will ich hin, mit Strategie dahinter, wie komme ich dahin, dann tatsächlich auch dranbleiben, also auch konsequent dranbleiben, auch rechts und links Sachen liegen lassen, damit meine ich jetzt nicht Kontakte, Freundschaften, Beziehungen, sondern damit meine ich Marken, Geld, viel Geld liegen lassen, viel Geld liegen lassen, nichts mitnehmen, wo ich nicht 100% dahinter stehe, das wird sich langfristig immer auszahlen. Wenn
ich bestimmte Marken nicht einbinde, aber eine Marke im Kopf habe, mit der ich arbeiten möchte. Ausdauer, Leidenschaft, also wirklich für ein Thema brennen und Selbstreflexion. Also was kann ich besonders gut? Wofür stehe ich, was interessiert die Leute, ja, und auch wirklich mich selber hinterfragen und gucken, ob es Sinn macht, was ich da mache. Also es gibt noch viele, viele andere Tipps tatsächlich. Wir machen mit Micro-Influencer halt immer so kleine Workshops, Projekte immer, wo wir mit denen mal ein paar Tage irgendwo hinreisen, wo ich dann auch Workshop-Sessions macht. Und da ist es tatsächlich immer so, da gehen die so motiviert und so inspiriert raus, weil das sind so Kleinigkeiten, aber an die denkst du nicht, wenn du da alleine sitzt. Und Influencer sitzen ja immer nur alleine da. Also oft. Da treffen die sich mal auf Events, aber die tauschen ja keine Insights aus, weil könnte ja jemand anders davon profitieren. Das heißt, die sitzen alle da und machen sich selber ihre Gedanken. Und dieser Blick von außen, mach doch das mal, überleg doch mal das. Das sind so Kleinigkeiten, die dann oft wirklich helfen. Und solche Sachen tatsächlich sich selbst reflektieren. Kontakte knüpfen ist wichtig. Geh auf die Leute zu. Sitz nicht zu Hause und warte drauf, dass jemand zu dir kommt. Es wird keiner kommen, sondern geh unter die Leute, stell dich vor. Bring Ideen, mach gute Sachen. Ja. Klasse. Ja, Anne, vielen Dank. Gerne. Es war großartig, dich kennengelernt zu haben. Und ja, ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem OMR. Du wirst sicher noch ein paar Leute heute kennenlernen, die Interesse an Influencer-Marketing haben. Hoffentlich. Wunderbar. Danke dir vielmals. Danke. Merci. Auch für die Einladung. Danke. Gesehen, da war ein Blitzer. ja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ihr kennt es schon. Subscribe, like und share diesen Channel. Aber noch viel wichtiger, werdet doch Teil davon. Bringt uns coole Themen, die wir im UX-Taxi challengen können. Und dann sehen wir euch vielleicht auch schon im nächsten Format.